Bei 30 Grad im Schatten, aber sonst bestem Sommerwetter, fand am 19. August 2023 ein hochkarätiges Nachwuchsturnier im Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen statt. In der Altersklasse E-Jugend, also Jahrgang 2014 und jünger, wurde um den AK Finanzhaus Cup gespielt. Die Fäden der Organisation hielt Ronny Böttger fest in der Hand. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Das ist immer eine Sache der Lust, ja. Da müssen die Spieler Lust haben, da muss der Trainer Lust haben und Zeit haben. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir in Angriff. Wir machen mal ein schönes Turnier in Sangerhausen, im schönen Friesenstadion. Haben Mannschaften eingeladen, wie Lok Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, Halberstadt, Naumburg ist da, Turbine Halle haben wir eingeladen, Sondershausen ist da, Riestedt haben wir eingeladen. Und das ist auch alle Lust und... Ja, das ist immer so ein bisschen rumtelefonieren, ein bisschen WhatsApp schreiben, ja. Und ja, und hoffen auf eine Zusage, ne, dass die Leute auch oder die Mannschaften auch hier antreten. Ja, und was ganz wichtig ist, die Eltern, ne? Also Eltern müssen dahinter stehen. Ja, wir haben ganz, ganz viel Zeit uns ans Bein gebunden mit der Orga. Ja, wir freuen uns auch, dass wir einen Sponsor haben, wie unser AK Finanzhaus. Ja, die haben ja ganz, ganz viel gesponsert, die ganzen Medaillen, die ganzen Pokale etc. Also ja, da steckt Arbeit dahinter, aber wir freuen uns, wir machen es für die Kids. Und auch ein großes Dankeschön, muss man wirklich sagen, an den VfB Sangerhausen, weil ohne den wird es natürlich nicht gehen. Ne? Eltern, Großeltern und sonstige Interessierte suchten sich möglichst schattige Plätze, um die insgesamt 28 Spiele nach dem Modus Jeder gegen Jeden über jeweils 12 Minuten zu verfolgen. Den jungen Fußballern schien die Hitze nichts auszumachen, während der Präsident des Vereins schon vom Zuschauen ins Schwitzen kam. Wir haben ja den Präsidenten. Sie freuen sich auch an dem Turnier, weil es ist doch schon was Besonderes, oder? Ja, absolut. Ja. So ein Turnier im Sommer auf die Beine zu stellen, ist sehr viel Arbeit. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Eltern da mitziehen. Das freut uns ganz besonders. Auch mal ein Danke an die Eltern, die das heute alles organisieren, von der Versorgung über die Betreuung. Das ist immer ganz wichtig. Naja, und in dieser Altersklasse, das ist die E-Jugend, das sind in der Regel die 8- bis 11-Jährigen, ja, die hier spielen, ist es natürlich auch so, dass das sehr, sehr hochkarätig besetzt ist. Also 8 Mannschaften, überregional auch. Und wir freuen uns natürlich, dass wir das hingekriegt haben. Das ist für alle eine ordentliche Leistung zeigen und dass wir natürlich dann mal schauen, wer gewinnt. Ich bin da ein bisschen lokalpatriotisch, hoffe natürlich, dass unsere Mannschaft, der VfB, der ja auch mit dabei ist, hier ganz gut mitspielt, aber das sieht ganz gut aus. Ja, so die neue Saison läuft ja bei Ihnen schon. Bundesliga geht heute los oder gestern Abend. Wie sind Sie aufgestellt? Wir sind gut aufgestellt, also ich bin da zumindest zuversichtlich. Wir haben ja eine eigene Strategie, indem wir tatsächlich sagen, wir wollen keine Spieler von einkaufen von sonst woher, sondern wir versuchen wirklich mit dem Nachwuchs hier zu punkten und die eigenen Spieler für die erste Mannschaft dann selber zu bekommen. Und das sieht man auch, dazu dienen ja solche Turniere unter anderem ja auch, um mal zu schauen, wie wir uns schlagen und dass wir die Kleinen ja auch so lange fördern, bis sie dann tatsächlich dann vielleicht auch mal groß sind und dann erfolgreich auch in der, im Aushängeschild der ersten Mannschaft spielen können. Wo sehen Sie sich am Ende der Saison vielleicht? Na, Saisonziel wäre natürlich Klassenerhalt. Das ist absolut gut. Und wenn wir uns im Mittelfeld festsetzen könnten, das wäre natürlich super. Wir haben ja in der letzten Saison eher dann auch zum Schluss gegen den Abstieg gekämpft, aber erfolgreich. Wir sind ja die einzig verbliebene Mannschaft in der Verbandsliga noch im Landkreis. Also von daher hoffen wir, dass wir jetzt am Anfang gleich viele Punkte mitnehmen und dass wir dann wieder mit dabei sind. Ja, und Mittelfeld wäre durchaus das Ziel, was uns gut tun würde. Die gastgebende Mannschaft vom VfB 1906 Sangerhausen hier im Spiel gegen Turbine Halle, das sie sogar gewann, schlug sich ganz gut und landete am Ende auf Platz 5 vor Alemannia Riestedt, Germania Halberstadt und dem Sportclub Naumburg. Für die Jungs von Trainer Marco Kleber, den sie alle lieben wegen seiner lockeren, humorvollen Art, war das Turnier Herausforderung und Standortbestimmung. Wobei schon vorher klar war, dass die Mannschaften vom FC Lok Leipzig oder Rot-Weiß Erfurt in einer anderen Liga spielen. Umso mehr freute man sich über das 1:0 gegen Turbine Halle.
Europa ist ein solches Turnier, wie bereits erwähnt, nur durch die Zusammenarbeit von Verein und Elternschaft. Doch auch Sponsoren sind existenziell. So freute man sich über das Engagement des AK Finanzhauses aus Sangerhausen. Wir finden die Jugendarbeit in unserer Region sehr wichtig. Und wie wir auch jetzt in den ersten Spielen gesehen haben, die Qualität, die hier zu sehen ist, ist eigentlich schon sehr hochwertig, würde ich mir an der Stelle sagen. Und dafür haben wir uns auch verpflichtet, sowas zu unterstützen und zu fördern. Ist das jetzt eine Premiere oder haben Sie schon öfters mal? Der erste Finanzhaus Cup ist eine Premiere für uns, aber wir sind auf jeden Fall daran interessiert, das auch in dieser Form fortzusetzen, weil, wie gesagt, die Jugendarbeit für uns ein bisschen auch Herzblut ist. Die ansprechenden Pokale gingen am Ende an den Sieger, den ersten FC Lok Leipzig, gefolgt vom FC Rot-Weiß Erfurt und Turbine Halle.